Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge zum Piercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier das Anfangsdorf nochmal etwas unsicher gemacht, haben den coolen Bogen gefunden, den wir auch bald probieren werden. Aber vorher werden wir uns erstmal eine Runde ausruhen, denn es ist schon wieder um 4. So, lasst uns erstmal ein bisschen, hier passen noch 4 Kilo rein. Jetzt sind wir voll, 79 von 80, 80, 59, ach du Scheiße, wir müssen schon wieder einen neuen Schrank bauen. Hier passen noch 5 Kilo rein. Obwohl, warte mal, Metall brauchen wir, wenn wir einen Schrank bauen möchten. So. Ja, lasst uns mal ein bisschen Inventar loswerden, wollte ich sagen. Und dann habe ich festgestellt. Dödö. Ist das Geräusch neu? Klingt wie damals aus der Fernsehserie hier, Zong, wenn einer die Antwort falsch hatte. Dödö. Kennt ihr das noch? Kann auch sein, dass es ganz anders klang, aber es erinnert mich zumindest gerade daran. So, 10 Stück, genau, der weiß, was wir wollen. So viel brauchen wir nämlich für ein Schränkelein. Und da haben wir den. Frage ist bloß, wo bauen wir den hin? Eigentlich würde ich den ganz gerne hier noch daneben bauen. Und dann könnten wir hier noch daneben wieder so einen kleinen bauen, dass wir zumindest ein bisschen die Symmetrie bewahren. Ich meine, die Schränke sind nicht wirklich hübsch, aber wenn es da noch unsymmetrisch ist, das gefällt mir alles nicht. Von daher lasst uns hier dieses schöne, kleine, entspannende Bett einmal abbauen. Ach, dieses schöne Geräusch, wenn man Nägel aus Holz zieht. Da kriege ich doch direkt wieder Lust, etwas zu handwerken. So. Haben wir. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das Bett vielleicht hier drüben wieder zu unseren... Also was heißt wieder? Es stand noch nicht dort, aber dass wir unser Bett drüben bei den Kartoffelpflänzchen hinbauen. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz Inventar leer. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine 15 Wasser. Da kannst du 10 Stück wegpacken. Wir brauchen auch keine 14 Riegel. Da kannst du mal 9 wegpacken. Energy würde ich behalten. Ja, lass mal hier noch 30 Schuss auch noch rauspacken. Viel zu viel alles. So, wir brauchen keine 2 Schrotflinten. Dafür nehmen wir den guten Bogen mit. Und das Bett bauen wir sowieso gleich. Und das Metall kommt noch rein. Und dann sind wir bei 9 Kilo. Ich denke, das ist in Ordnung. So, dann lasst uns mal schauen. Können wir das Bett... Nein, wir können es leider nicht hier hinbauen. Ah, und hier drüben auch nicht. Schade. Würde die Tür ja eigentlich gar nicht behindern. Fände ich cool, wenn wir es hätten dorthin bauen können. Dann bauen wir es hier davor. Was soll's, woanders kommt es nicht hin. Oder können wir es nicht hinbauen? Und falls es uns später nicht mehr gefallen sollte, ist ja auch nicht so schlimm. Dann reißen wir es einfach wieder ab. Ist auch eine Sache, die mir sehr gut am Spiel gefällt, dass es keinen Rohstoffverlust gibt, wenn wir Sachen abreißen. Das hasse ich immer bei anderen Spielen. Da muss man sich so extrem sicher sein, wenn man was baut. Und ich bin mir nie extrem sicher bei Spielen. Mach das immer alles so schön spontan und dann ärgere ich mich hinterher, weil ich Rohstoffe verliere. So, wir hatten es jetzt 17.23 Uhr, dann können wir 12 Stunden schlafen. Dann sollten wir direkt in der Morgendämmerung wieder wach werden. Und dann können wir uns mal rüber zur Brücke begeben und hoffen, dass wir dort durchkommen zu den brennenden Häusern. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. So, dann lasst uns mal noch ein bisschen was futtern. Komm, hauen wir uns gleich alle Riegel rein. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, das wissen wir doch alle. Und dann hauen wir uns hier auch noch mal ein bisschen was zu trinken rein. Sogar 2 Flaschen, da haben wir ganze 3% verschwendet. Genauso bin ich nämlich mittlerweile drauf. Gut, Taschenlampe lassen wir jetzt erstmal liegen. Wird ja so oder so gleich hell. Aber finde ich cool, dass man die mittlerweile am Anfang findet. Somit spielt man das Game einfach auch etwas mehr in der Nacht, was wir bis jetzt so gut wie gar nicht gemacht haben, sondern halt immer direkt zum Zug gerannt. So, das Auto brennt immer noch vor sich hin, hört nie auf, es ist eine ewige Flamme, genauso wie die Häuser da hinten. So, hier haben wir die Brücke, da ist auch der erste Zombie, na dann lasst uns doch gleich mal einen Bogen nehmen. Bam, und der erste. Ach Mist, den müssen wir ja nachladen. Und bam, der zweite. Und der dritte. Können wir die... Ah, wir können sie wieder aufheben. 1, 2. Und wo ist der dritte?
Na, schade. Okay, also anscheinend nur 2 von 3 Pfeilen. Bam. Ja, komm doch her. Okay, jetzt haben wir nur 2 gebraucht. Also anscheinend, aber ich kann auch wieder nur 1 aufheben. Okay, schade. Wäre cool gewesen, wenn wir hätten alle wieder aufheben können, dann würde der Bogen tatsächlich Sinn machen für mich. Aber ich glaube, wenn wir immer mal wieder welche verlieren, dann wird die gute Waffe wahrscheinlich dann doch wieder im Schrank landen. Hey, na Mensch, das haben wir ja mal richtig gut hingekriegt. Ach Mensch, warum zieht denn die jetzt so runter? Wird doch höher ziehen? Ah, okay. Hier vorne hat es ja eigentlich noch gepasst. Aber vielleicht war ich auch einfach näher dran, das weiß ich jetzt nicht genau. So, 1, 2, 3, hier können wir wieder alle einsammeln. Okay, muss man nicht verstehen. Ach Mensch, sieht das schön aus. Das Wasser ist etwas ekelhaft, würde ich jetzt nicht unbedingt baden gehen, aber so wie die Sonne jetzt gleich hinter dem Berg da hinten aufgeht, das kann man sich schon mal geben. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, der gute Bogen. Warte mal, wir zielen mal höher. Ah, okay, jetzt habe ich es raus. Ja, der gute Bogen wird wahrscheinlich doch im Inventar landen. Weil wenn wir nicht alle Pfeile wiederkriegen, so wie jetzt zum Beispiel, dann ist es mir das einfach nicht wert, weil wir brauchen, ich glaube, ein Metall dafür, um die wieder herzustellen. Und noch Holz dazu, also das Holz wäre mir ja an sich ziemlich egal. Jetzt hat man richtig gesehen, wie der Pfeil zerschmettert ist. Ja, das Holz wäre mir ja noch egal. Ganz ehrlich, davon haben wir meistens genug, aber Metall ist halt ganz schön Engpass hier. Und wir haben noch so viele Sachen, die wir auch mit Metall noch bauen wollen. Ach Mist. Da ist mir der Bogen das aktuell nicht wert. Dafür haben wir wirklich zu viel Schuss. Als dass ich Metall für Pfeile verschwende. So, jetzt geht's auf. Mensch, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Mit der brennenden Stadt am besten noch. Schaut doch mal. Sonnenaufgang. Also linke Seite ganz friedlich und rechte Seite Chaos. Und das war jetzt auf keinen Fall auf irgendeine Art und Weise politisch gemeint. So, komm her. Bam. 2 Schuss. Also wenn wir die Pfeile immer wieder kriegen würden, so dass keiner verloren gehen würde, dann wäre es tatsächlich meine Lieblingswaffe. Aber dann wäre die wahrscheinlich auch etwas OP. Weil ganz ehrlich, 2 Schuss im Kopf ist schon ziemlich stark. Das schaffen wir nicht mal mit der Pistole. Und wenn man da noch unendlich Pfeile hätte, dann wäre das, glaube ich, wirklich zu hardcore. So, ein Stückchen höher und bam. Ui, aber ganz oben auf die Platte. Das war ein kleiner Streifschuss. So wie wenn man sich damals als Kind die Nadel so durch den Finger gesteckt hat. Hä? Doch, der ist einfach in seiner Fettmasse verschwunden oder was? Alles klar. Bam. Ja, mein Guter. Guck doch nicht so grimmig. Ach, scheiße. Polizisten-Zombie. So, was ich mal versuchen wollte, können wir vielleicht durch dieses Glas schießen? Also es klang. Also es klingt auf jeden Fall nach zerschmetterndem Glas, aber das klingt halt immer wieder. Also, lauf doch. Also glaube ich fast, dass wir da nicht... Nö, da kommen wir nicht durch. Schade. Dann sollte man den Sound eventuell nochmal etwas bearbeiten, weil das ist etwas verwirrend. Dann gibt es halt wieder welche auf die Zehen. Wieder keine Zehennägel geschnitten, mein Freund. Ich schaffe Abhilfe. Mit deinen Fingern können wir nochmal gucken. Dann gehen wir auf fingernägelfürcash.com an alle Family Guy Fans da draußen. Dann können wir damit auch noch Geld machen. So. Ach, come on. Ach, ich hasse diese Schildtypen. Keiner kämpft mit Schild. Das machen nur Weicheier. Ach, Mensch. Ja. Okay. War eine ganze Menge Schuss, die wir hier verbraucht haben. Aber ich habe bis jetzt immer noch keine richtige Taktik herausgefunden dafür. Also ich weiß, dass wenn wir ihn hier damit schlagen, dass der dann kurz das Schild beiseite packt, aber da sind wir dann meistens schon außer Puste, wenn wir dann noch anfangen, auf den drauf rumzuschlagen. Von daher mache ich ihn doch lieber mit Schrotflinte und Pistole. So. Also wirklich keine Chance, die Typen zu treffen. Die sind ja schon schlimmer, wenn die da noch ein Schild haben.
Okay, jetzt ging's. Und für den brauchten wir bloß 3 im Nahkampf, ne? Ja, okay. Alles kein Problem. Gucken wir mal. Ach, schade, ein Stück zu hoch. Jetzt aber. Und das war viel zu tief, also. Merkwürdig. Bam. Wenn das mal nicht gut getimt war. Ach ja, mein Kleiner. Ein Schuss? Mit der Schrotflinte im Nahkampf, wenn man richtig trifft? Das erfahre ich jetzt? Wahnsinn. Ey, Fetti, Fetti, komm her. Ja, ja, und der letzte. Komm, da kuscheln wir nochmal. Nein, ach verdammt. Nein. Ach shit, was machen wir jetzt? Oh Mist, der hat uns. Ach du Scheiße, der ist einfach in uns drin. Ih, git. Das war ja ekelhaft. Will keine Fettfenster in mir drin haben. Mann, 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 kleiner Perversling, du. Ja, na, nur gut, dass wir die ganzen Heilungsmittel beiseite gepackt haben, weil brauchen wir ja eh nicht, ne? Da war ich wieder mal etwas großkotzig unterwegs. Und er hat uns wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. So, also wir kommen auf jeden Fall schon mal über die Brücke. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich dachte wirklich, hier ist eventuell eine Barrikade aus Autos oder einfach ein Zaun, dass wir gar nicht erst hier rüberkommen. Aber wir sind auf der anderen Seite des Flusses. Und da vorne sind die brennenden Gebäude. Also kommen wir vielleicht wirklich in die Stadt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ein Zaun oder Barrikade oder was auch immer. Aber ich dachte, irgendetwas auf dieser Welt wird uns davon abhalten, hier rüber zu laufen, aber es scheint nicht so. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber kleine Häuser oder so kommen ja hier nicht. Was ist das da hinten? Ein kleines Licht? Ist das jetzt gerade nur so zufällig, weil die Sonne steht ja da oben, oder? Moment. Na, jetzt ist es weg. Okay, ich dachte schon, dass es uns was sagen soll. Oh doch, jetzt ist es wieder da. Also es ist wahrscheinlich unser Zug. Also ich gehe mal davon aus, dass es Absicht ist, dass wir uns nicht verirren hier im Wald. Dass uns das Licht den Weg weist zu unserem Zug. Jetzt ist es wieder weg. Ne, jetzt kommt es wieder. Okay, also entweder ist es ein Wegweiser oder einfach nur ein Bug. Ich glaube fast ein Wegweiser. Aber ja, wir werden es nie herausfinden. So, naja, dann gucken wir mal. So weit dürfte es doch gar nicht mehr sein. Wir kommen immer näher der ganzen Geschichte hier. Die Straße ist schon gut zugewachsen. Oh, ich habe gar keine Lust, die Häuser zu looten. Da brauchen wir ja 800 Folgen für. Da müssen wir nach jeder Etage erstmal wieder von hier bis zum Zug dahinter, um den Scheiß loszuwerden. Und dann macht das hier mal 40 Etagen lang. Na, das wird ein Spaß. Nein, aber wenn es wirklich so sein sollte, dass wir in die Häuser reinkommen, ich glaube fast, die haben verschlossene Türen, aber dann looten wir dort nicht alles raus. Oder wir ziehen den Zug eigenhändig hier durchs Waldgebiet bis davor, damit wir es nicht so weit haben. Eins von beiden. Ach nein, unsichtbare Mauer. Ach, schade. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich dachte wirklich, wir schaffen's. Ach, verdammt. Also nicht, dass ihr denkt, ich lüge, aber ihr seht es, ich laufe geradeaus. Und es passiert leider nichts. Ach, schade. Hört auch nicht hier drüben auf oder so, ne? Ne, die führt sogar hier so schräg lang, die Mauer. Okay, das Spiel möchte es anscheinend doch nicht. Ja, wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Lasst uns mal noch ein kleines Stück hier rüber gucken. Ich hau mir mal noch ein Energy rein. Ah ne, die Mauer geht auch hier so schräg lang. Naja, aber ich glaube, hier ist dann Schluss. Oh, Moment, hier ging es wieder rüber. Ne, hier kommt dann auch wieder Mauer. Okay, die macht immer so Zickzack-Linien, die Mauer. Anscheinend. Okay, gut. Lasst es uns nicht weiter ausprobieren. Ich glaube, das Ganze macht keinen Sinn. Wir haben hier hinten noch so einen Hügel. Okay, den würde ich mal noch kurz anschauen. Pardon dafür. Ah, der sieht sehr interessant aus. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Das ist ja schon ein etwas größerer Hügel. Haben wir das Licht jetzt noch? Nee, ne? Ah doch, da hinten scheint es. Ich glaube, es ist wirklich ein Wegweiser.
Das hier meinte ich nämlich, was ich gesehen hatte, aber da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Okay, hier ist dann einfach ein großer Berg und hier ist wieder die unsichtbare Mauer. Schade. Wie geil wäre denn das, wenn jetzt hier so ein kleines Häuschen steht und wir finden dort, was weiß ich, eine Panzerfaust oder so. Das wäre doch mal ein richtig geiles Easter Egg gewesen. So, na gut, dann laufen wir wohl doch mal wieder zurück. Ich möchte jetzt nicht zu weit hier drüben lang laufen, weil dann kommen wir auch bloß am Fluss an. Und rüber schwimmen möchte ich nicht unbedingt, dann nutzen wir doch lieber die Brücke. Oh, wir haben langsam ganz schön Hunger und Durst. Ja, super, und wir haben gar nichts zu essen einstecken. Ist das nicht geil? Da kommt doch mal wieder so ein altes Feeling auf, wie damals, als wir voll kurz vorm Hungertod zur Tankstelle gelaufen sind. Dachten, es wäre eine Fata Morgana und dann doch Essen gefunden haben. Das habe ich voll mit Absicht gemacht. Ich wollte mal wieder dieses alte Gefühl, dieses alte Feeling ins Spiel bringen. Zu verhungern, generell an Existenzängste zu haben. Das hatten wir so lange nicht mehr, deswegen habe ich einfach nichts zu essen mitgenommen, damit wir das mal wieder fühlen. So, 13%, jo, das könnte sein, dass es tatsächlich sehr, sehr aderig wird. Sehen wir gleich. Trinken haben wir ja noch, das können wir auf jeden Fall uns mal noch kurz reinhauen. 11%, naja, da vorne kommt ja schon die Brücke. Ich denke, das sollten wir schaffen. Wäre natürlich auch witzig, wenn wir jetzt sterben. Das komplette Spiel ohne Tod durchgekommen. Sogar zweimal das komplette Spiel ohne Tod durchgekommen, weil ich musste ja einmal wegen der Festplatte nochmal so gut wie alles spielen. Und dann sterben wir hier auf so einer Erkundungsmission, auf der wir nicht mal ordentlich was erkunden konnten. Das wäre natürlich wieder der absolute Hammer. 7%, ja, also wir werden auf jeden Fall gleich die 0% erreichen und dann kommen die guten Adern wieder. Und wir haben tatsächlich auch noch ein ganzes Stückchen zum Zug. Aber beim letzten Mal, als wir da zur Tankstelle gekrochen sind, um nach Nahrung zu suchen, hat es ja auch sehr, 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 sehr lange gehalten. Die 0%. Also bevor etwas passiert ist. Von daher denke ich mal, wir schaffen es auch diesmal wieder. 2%. Mensch, das wird ja wirklich spannend hier. Schön. Fast wie früher. In den ersten Folgen. Von denen ich immer so schwärme. So, wo ist denn die Sonne eigentlich hin? Vor uns ist sie da hinten aufgegangen. Ach, dort. Und da ist der Mond. Okay. Es ist 11 Uhr und man sieht schon den Mond. Die Sonne steht so, aber er wird von der Seite angestrahlt. Hm, mysteriös. Ah, ich sollte hier nicht so lange rumgucken. Sonst sterben wir hier wirklich noch. Mensch, die Adern kommen aber mittlerweile schnell und auch kräftig. War das früher schon so? Ach, und jetzt braucht man Energy. Lauf, Forest. Und vor allem haben wir auch nur 30 Leben. Also falls es doch dazu führt, dass wir dann, weiß nicht, pro Sekunde ein Leben verlieren, dann sind wir auch, was das angeht, nicht unbedingt gut ausgestattet. Ja, mein Guter, wir haben es gleich. Da vorne ist der Zug. Du wirst es doch mal noch eine Minute aushalten ohne Essen. So, 0%. Und die Adern werden immer kräftiger, glaube ich. Uiuiui, wir müssen uns wirklich beeilen. Ja, komm, lauf doch. Wir haben es gleich, mein Guter. Jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht. Von der Seite kommen wir nicht in den Zug rein, ne? Und hier die Seiten haben wir alle zu. Ach, Mist. Come on, lauf. Schneller, schneller. Ja, komm, gib mir was zu essen. Dosenfisch. Und da haben wir es geschafft. Doch nicht gestorben. Na, ein Glück. Wer hätte es gedacht, dass wir das doch noch überleben. So, sehr schön. Aber zumindest mal wieder etwas Probleme gehabt im Spiel. Hatten wir ja lange nicht. Zumindest bei so viel Loot und so viel Munition, wie wir haben, läuft es ja eigentlich gerade alles wie am Schnürchen. Dann lasst uns hier mal noch kurz was essen und wieder aufheilen. So, Bandagen hätte ich ganz gerne noch. Da haben wir welche. Die geben immer 10. 8 Stück haben wir, also kommen wir auf 80 hoch. Da sind wir bei 110. Naja, das passt doch. Lasst uns die gleich mal verbrauchen.
gucken gleich nochmal, wie es wassertechnisch aussieht, weil wir müssten ja mittlerweile auch schon wieder etlich viele leere Behälter haben. Hier haben wir nämlich schon mal 9. Dann haben wir jetzt 14. Plus das sind 30. Wir haben hier schon mal 22 Wasser. Oh, hier nochmal haben wir schon 46 leere Behälter und nochmal 30 Wasser. Da sind wir bei 52 Wasser. Und hier auch noch, ach du Scheiße, 67 Wasser haben wir. Hier nochmal 15 leere Behälter und hier nochmal 10 Wasser. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nicht demnächst zum Fluss meine ich, um uns dort Wasser zu holen. Da sind wir soweit gut ausgerüstet. Ja, aber das war doch an sich eine ganz coole Folge, würde ich sagen. Haben mal ein bisschen was entdeckt und dann würde ich jetzt hier auch erstmal Stopp machen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mit dem Zug wieder ein bisschen zurückfahren, um einerseits nach der Weiche zu gucken. Und ich hatte auch einen Tipp in den Kommentaren, wo wir noch eine Waffe finden. Und das würde ich natürlich auch ganz gern nochmal, oder dem Ganzen würde ich auch ganz gern nochmal auf den Grund gehen und nachgucken, ob das wirklich so ist. Dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.